So, gegessen, weiter kann's gehen. Yay! Die nächste Runde mit Mo dem Clown. 29. Dezember, 11.54 Uhr im Berichtsangeklagtenzimmer. Herzchen, du musst mir glauben. Ich war nicht mal in der Nähe des Tatorts. Und warum waren sie dann bitte, als der Mord geschah? Das habe ich dir doch schon gestern erzählt. Ich war im Büro des Direktors. Und dann verließ der Direktor das Büro. Sie blieben aber dort, richtig? Ganz genau. Er sagt mir, ich solle warten, er komme gleich wieder. Das war also der Moment, in dem sich der Direktor auf den Tatort machte, richtig? Sieht so aus. Aber da muss der Direktor Max Kostüm angehabt haben, oder? Oh, Herzchen, gerade fällt es mir wieder ein. Ich bin ja direkt zum Büro des gegangen. Mein Kostüm hatte ich also noch an. Aber ich habe es ausgezogen, gleich nachdem ich ankam. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass vielleicht der Direktor das Kostüm anzog, um wie Max auszusehen. Fabelhaft, das ist eine fabelhafte Möglichkeit. Alle Achtung, gute Arbeit, Nick. Wie auch immer, Herzchen. Warum sollte der Direktor aussehen wollen wie ich? Seltsame Vorstellung, oder? Und außerdem würde am Tatort, wenn ich mich recht erinnere, nur mein Zylinder gefunden. Wo bitte ist mein Umhang geblieben? Mensch, Max, das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie hätten Polizist werden sollen. Naja, was meine Was mein Job angeht, war ich immer am Schwanken. Zauberer oder Präsident. Die Entscheidung ist mir verdammt schwer gefallen. Alle Achtung! Na klasse, die Geschichte wird immer geheimnisvoller. Nicht für mich. Klack, klack, klack. Jetzt, wo alle wieder da sind, kann es ja losgehen. Die Verhandlung wird fortfahren. Freund von Karma, wenn Sie dann bitte der Anklage fortfahren würden. Mit Vergnügen. Ich rufe den nächsten Zeugen. Ein mitleidenswerten Clown, der die zweifelhafte Ehre hatte, den Mord zu beobachten. Ich rufe den Herrn LaCroix Cruels in den Zeugenstand. Warum in aller Welt nennt sie ihn einen bemitleidenswerten Clown? Das siehst du gleich. Wenn der Zeuge bitte seinen vollen Namen und seinen Beruf nennen würde? Name und Beruf? Höre, Zeuge, das Gericht bitte darüber informieren, was dieser Unsinn soll. Oh, tut mir leid. Die ganze Situation ist furchtbar ungewohnt für mich. Mein erstes Mal vor Gericht. Ich war mir nicht ganz sicher, welcher Witz am besten zu der Gelegenheit passen könnte. Wovon um alles in der Welt reden Sie da eigentlich? Wir befinden uns mitten in Justitias heiligen Hallen und nicht im Komödienstand. Also Ihr Beruf ist ja wohl eindeutig zu erkennen. Fehlt nur noch der Name. Oh ja, genau. Der hier ist gut. Frag klein Fritzchen Mama, brauche eine Hose. Da steht nur bitte mit Krawatte. Irgendwo in dem Publikum, dort sitze ich. Okay. Wie wär's mit dem? Kennen Sie meinen Proktologen, Herrn Dr. Hein Arsch? Steife Brise in den Ohren, was weiß ich, was der da labert. Dein Name? LaCroix Cruels, Professor Nyla Witzbold, bekannt als Mo der Clown. Mo, was? Du warst Zeuge dessen, was sich um 22.15 Uhr am Tag des Mordes abspielte, korrekt? Ja, das ist es. Also gut, Herr Cruels, würden Sie dann bitte aussagen, was Sie gesehen haben? Ein Rabbi, ein Priester und ein Rastafari trafen sich. Ganz ohne Humor, bitte. Okay. Oh, armer Mo, darf auch nicht keine Rampensau mehr sein. Davor hat es ja auch nicht ganz geklappt. Was Sie gesehen haben. Ich weiß. Ich bin kein großer Komiker. Seit 10 Jahren habe ich keinen mehr zum Lachen gebracht. Egal, was ich mache, höflicher Applaus ist schon das höchste Gefühl. Tja, und weil niemand über meine Witze lacht, lache ich halt selbst drüber. Ich weiß, ich bin eine schlechte Angewohnheit, aber hey, ich bemühe mich wenigstens. Jetzt setze ich mal in meine Lage. Ein unglaublicher Braun, wer braucht denn sowas?
Aber ich gebe nicht auf, ich habe sogar extra für heute neue Witze ausgedacht. Allerdings ist die Atmosphäre hier nicht gerade hilfreich. Alle sollten lachen. Ernsthaft, alle. Wie war ich denn bis jetzt? Komme ich gut an? Was zum Teufel ist denn das für eine beschissene Zeugenaussage? Sollten nicht eigentlich wir hier die Fragen stellen? Zeuge? Was? Wir werden auf dein Problem nach Ende der Verhandlung genauer eingehen. Bleibe jetzt aber bitte bei den Fakten. Ehrlich, wir reden später drüber. Ich werde dafür sorgen, dass sich jemand aus meinem Stab drum. Ja. Ja. Danke. Vielen Dank. Ich kann es gar nicht abwarten. Oh, mein Gangschuh. Der wird es voll abkriegen, oder Leute? Jetzt, wo das geklärt wäre, können wir dann mit der Zeugenaussage beginnen. Aber sehr doch. Fragen Sie, was Sie wollen. Und bitte nicht nochmal so eine Lebenserklärung von deinem Leben. Eternal Chaos means it is raining chocolate. Raining chocolate! Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie kaputt ich an dem Abend war. Total im Arsch. Eigentlich wollte ich gleich ins Bett, aber vorher warf ich noch einen Blick raus. In einiger Entfernung sah ich die Umrisse von zwei Personen. Es waren die Zirkusdirektor Max und Max. Max hatte seinen Umhang an. Ich beobachtete die zwei und plötzlich zog Max den Direktor irgendwas über den Kopf. Hochinteressant. Wenn dieser Augenzeugenbericht stimmt, kann ich das Urteil sofort sprechen. Natürlich. An dem Bericht gibt es nichts zu kritisieren. Wie auch immer, der Zeuge ist etwas, wie sagt man noch, von der Rolle. Er wirkt irgendwie nicht gerade vertrauenserweckend. Das muss an meinem schiefen Grinsen liegen. Herr Wright, bitte beginnen Sie mit Ihrer Zeugen, mit Ihrem Kreuzverhör. Ja, euer Ehren. Nick, du musst unbedingt irgendwelche Widersprüche in seiner Aussage finden. Ich weiß doch. Herr Wright. Euer Ehren. Wenn Sie den Zeugen zu sehr unter Druck setzen, könnte das ein unschönes Ende nehmen. Ich bitte Sie auf das übliche selbe Rassel zu verzichten. Verstanden, euer Ehren. Solltest du diesen Clown dazu bringen, wieder abzustreichen, mache ich dich verantwortlich. Wieso denn nicht? Wer erzählt denn hier den Kalauer nach einen Kalauer nach den anderen? Wieso immer ich? Egal. Was Sie gesehen haben. In der Mordnacht. Rutsch. Total im Arsch. Aber ich noch einen Blick raus. Okay. Sie warfen also noch einen Blick aus dem Fenster. Das könnte man so sagen. Oder auch luschte, guckte, blickte, schaute, gaffte. Krulls! Oh Mann, Synonyme sind anscheinend auch verboten. Was soll ich denn bloß machen? Hat es Sinn, da noch weiter nachzufragen? Immer. Und warum genau gucken Sie an jedem Abend aus dem Fenster? Warum? Clowns brauchen keinen Grund, um aus dem Fenster zu gucken, oder etwa doch? Darum geht es doch gar nicht. Ich meine also, als wir uns gestern unterhielten. Deswegen, mein Kiste lag, hörte ich einen wahnsinnigen Lärm. Irre laut. Ich hörte ein gewaltiges Glock. Oh ja, das hätte ich ja total vergessen. Du hast vergessen. Euer Ehren, der Zeuge guckte aus dem Fenster, nachdem er ein lautes Geräusch hörte. Es hat nicht einfach nur einen Blick aus dem Fenster geworfen. Oh Mann, stimmt ja. Oh, habe ich ganz vergessen, das Glock zu erwähnen, stimmt's? Herrje, nee. Man sollte nicht einfach vergessen, das zu erwähnen. Tja, das hat sie nicht ganz... Ich denke, es wäre das Beste, wenn Moritz die gesamte Aussage wiederholen würde. Also gut, Herr Krulls, bitte wiederholen Sie Ihre Zeugenaussage. Das sollte die Sache zu unseren Gunsten wenden. Ich hörte einen riesen Lärm von draußen und guckte aus dem Fenster, was los war.
Wie hörte sich das Geräusch an? Tja, ich würde sagen, es hörte sich an wie... Also, ich glaube... Herr Kruls, wenn das Gericht Sie erinnern dürfte, dass ein Witz völlig unangebracht wäre. Aha, woher wussten Sie, dass er einen Witz machen wollte? Ich glaube, das Geräusch hört sich an. Es hört sich an, als wäre jemand mit einem harten Gegenstand geschlagen worden. Jawohl, genau so hat es sich angehört, ehrlich. Also wäre jemand geschlagen worden. Was dann? Du gingst zum Fenster und sahst. Sie sagten, in einiger Entfernung. Wie weit genau weg? Lass mich mal überlegen. Wenn mein Zimmer hier ist und dieser... Sie sahen ungefähr so groß aus. Ich schätze so etwa 10 Meter. Das bisschen sind 10 Meter. Holy. Okay. Nur 10 Meter? Das ist doch nicht weit. Es hat geschneit. Das schränkt die Sicht etwas ein. In Ordnung, fahren Sie bitte mit Ihrer Aussage fort. Und keine Witze, verstanden? Okay. Sie konnten die beiden klar erkennen, obwohl sie, wie Sie sagten, weit entfernt waren. Ja. Ich hab's mir seitdem immer und immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Aber es schien alles überhaupt keinen Sinn zu geben, bis ich mit Freunden von Karma sprach. Jetzt bin ich zu 100% sicher, dass es Max und der Zirkusdirektor waren. Denk mal nach, ich muss recht haben. Max hatte doch seine Markenzeichen an. Markenzeichen? Anwälte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, oder? Warst du nicht auf der Schule? Okay, ihr wisst, was ihr zuhört. Jetzt alle. Sagt es mit Onkel Mo. Umhang, weiße Rosen und auch irgendwas, ein Zylinder. Genau das meine ich. So läuft das immer. Das Publikum geht nie mit mir mit. Als Clown bin ich einfach ein kompletter Versager. Jau! Genug jetzt. Reiß dich zusammen. Wenn der Zeuge bitte Aussage würde, was er gesehen hat, und zwar ohne Abschweifungen. Sie haben also gesehen, wie dem Zirkusdirektor etwas über den Kopf gezogen wurde. Ja, das habe ich. Der Höhepunkt meiner Geschichte. Hat eine echte Vorliebe für wahllose Gedankensprünge. Was denken Sie, womit das Opfer geschlagen wurde? Du meinst, was für eine Waffe? Keine Ahnung. Am Tatort wurde keine Waffe gefunden, oder? Nein. Sie sagten doch, Sie hätten alles gesehen, oder nicht? Ich denke schon. Moment, ich habe ich gar nicht. Ich habe keine Waffe gesehen. Hehehe. Wow, haben Sie jetzt gesehen, dass in dieser Nacht ein Mord begangen wurde oder nicht? Einspruch! Ich lasse nicht zu, dass mein Zeuge auf solche Art und Weise behandelt wird. Ich hoffe, du hast gute Gründe, diesen armen, hilflosen Clown anzufahren. Du weißt, was passiert, wenn nicht. Konventionalstrafe. Warum so melodralisch? Und wie geht's weiter, Phoenix Wald? Hast du einen triftigen Grund, die Aussagen meiner Zeugen anzuzweifeln? Natürlich. Ich habe einen verdammt triftigen Grund. Und dass ich davon ausgehe, dass du uns diesen verdammten Grund auch mitteilst? Natürlich. Der Grund ist die Aussage des Zeugen. Was soll das jetzt wiederum heißen, Herr Wright? Mo sagt, er hätte gehört, wie jemand geschlagen wurde. Ja, das hat er. Allerdings hat Mo unter Eid Folgendes ausgesagt. Plötzlich zog Max den Direktor etwas über den Kopf. So, jetzt nochmal. Wenn wir Mo glauben, dass er aus dem Fenster guckte, nachdem er das Geräusch hörte, wie soll er denn dann gesehen haben, wie Max irgendjemanden etwas über den Kopf zog? 19 Jahre wurden typischerweise 4 Männer, Spezialeinheit, irgendwas anderes. Und zwar 1972. Herr Kruls, wie lautet die Antwort auf Ihren Einwurf von Herr Wright? Dass sie ihn nicht begangen hatten. Sie brachen aus und tauchten in Clown Angels. Herr Kruls, wozu zitieren Sie das C-Team-Intro? Halten Sie das Gericht zum Narren? Nein, ganz und gar nicht. Ich versuche bloß Zeit, um zum Nachdenken zu gewinnen. Klasse gemacht, Nick! Diese Art Zeuge hat immer ein ausgebrochen selektives Gedächtnis. Um die Wahrheit rauszufinden, muss man die Clownsmaske nach und nach abtragen. Und fertig gedacht. Also, es war ziemlich genau so, wie ich es bereits sagte. Ziemlich genau?
Als ich aus dem Fenster guckte, lag der Direktor schon mit dem Gesicht im Schnee. Die Anklage hat mir geholfen, meine Erinnerungslücken zu schließen. Von Karma. Sie beeinflusst mal wieder die Zeugen. Na, ist ja nichts Neues. Sie haben also gar nicht gesehen, wie der Direktor geschlagen wurde? Nein. Als ich aus dem Fenster guckte, hatte der Direktor schon den Holzpyjama an. Holzpyjama? Der Sarg. Passt aber nicht, wenn man verbrannt wird und in eine Urne gesteckt wird. Ja, ab in die Kiste und zack in die Grube. Herr Kruz! Euer Ehren. Sie haben also nicht gesehen, wie das Verbrechen begangen wurde, den Täter aber schon. Ja, hab ich. Der Direktor lag der Länge nach auf dem Boden und daneben sah ich einen Schatten. Also gut, dann sagen Sie bitte zu diesem Schatten aus. Wahrheitsgemäß und ohne Witze. Und ich warne Sie, auch nur der Anflug eines Witzes. Dann stecke ich Sie so lange in die Zelle, bis Sie Achtung vor dem Gericht gelernt haben. Na gut, ich reiß mich zusammen. Oh Gott, der arme Clown. Wird vom Richter geärgert. Ich befand mich zwar in einer Entfernung, aber das war eindeutig Max. Es gibt keinen Zweifel, es gibt keine zwei Meinungen. Ich habe deutlich seine Markenzeichen erkannt. Sein Zylinder und der schwarze Umhang, alles deutlich zu erkennen. Ich konnte zwar sein Gesicht nicht sehen, aber er war es, keine Frage. Sein Umhang flatterte im Wind, deshalb weiß ich nicht, was er in der Hand hatte. Schade, dass der Anklagte sich wirklich am Tatort befunden. Hat ganz schön gedauert, bis der Groschen fiel, was? Egal, das sollte dann wohl reichen, oder? Eine äußerst entscheidende Aussage. Warum machst du denn Nacht wirklich am Tatort? Er sagte, er wäre nicht da gewesen. Darauf sollten wir weiter vertrauen. Nun denn, Herr Wright, Ihr Zeuge. Der Schatten.